Ja, herzlich willkommen zurück zu Pentiment und zur Johannesnacht 1525. Wir schauen auf eine Dorfgemeinschaft und ich blende mal gleich ins Spiel um, damit wir an der Stelle stehen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Auf eine Dorfgemeinschaft, die Dorfstadtgemeinschaft, die sich orientiert, neu orientiert und ihre Stärken und ihre Rechte einfordern will, und zwar gegenüber der Abtei vor allen Dingen und dem Abt Gernot. Und im Wesentlichen läuft die ganze Situation, das Tableau, das jetzt aufgebaut ist, auf eine neue Eskalation hin, und zwar auf der einen Seite zwischen Otto, den wir hier sehen, zusammen mit Eva und dem gemeinsamen Sohn, und dem Abt Gernot, die unversöhnlich einander gegenüberstehen und sich gegenseitig reizen. Otto provoziert eine ums andere Mal und der Abt ist unnachsichtig und unnachgiebig. Ich erwarte, dass einer von den beiden stirbt oder einer von den beiden nach dem Ende der Johannesnacht tot ist, tot sein wird. Ich vermute fast, dass es Otto sein wird, denn er hat noch eine weitere Ankündigung gemacht, dass er irgendetwas enthüllen möchte, das man noch nicht kennt. Und ich weiß noch nicht genau, was das sein wird. Und wir steigen einfach wieder ein und hören uns hier im Spiel ein bisschen um. Wir sehen hier Martin und Brigitta, den kranken Peter, Till, Karl, was mir irgendwie gar nichts sagt. Guten Abend, Andreas. Sagt mir, wie gefällt euch das Feuer dieses Jahr? Wir haben dieses Jahr gute Arbeit geleistet. Es ist groß und stabil. Sehr schön, Karl. Ausgezeichnete Arbeit. Ich weiß, wir können nicht mit denen aus eurer Heimat mithalten, aber wir geben alles, um das Licht derer zu feiern, die den Weg unseres Herrn bereitet haben. Anton, erinnerst du dich an Andreas Marlow, den Meisterkünstler? Ja, ich habe ihn schon einmal in der Stadt gesehen. Mein Sohn, bitte sei höflich. Ach. Hallo Meister Maler, wie geht es euch? Es geht mir gut, danke junger Mann. Anton ist ein guter Junge, das sage ich euch. Er ist ein kleiner Schelm, wie ihr sehen könnt, aber er ist klug und trägt das Herz am rechten Fleck. Das versteckt er aber gerne. Vater, wie kannst du bitte aufhören? Es ist so leicht, dich zu ärgern, genau wie deine Mutter. Wie geht es Helena? Ist sie beim Feuer nicht dabei? Sie kommt später dazu. Sie ist mit Martha am Bach, um die Füße ins Wasser zu tauchen und sammelt Blumen für die Kränze und Gewinde. Es ist wichtig, Traditionen aufrechtzuerhalten. Du hast recht, vor allen Dingen in heutigen Zeiten. Vielleicht finden Martha und Helena dort ja außerdem die Blüte eines Farns. Was ist daran so lustig? Farn blüht nicht, das heißt, du wirst nicht die Fähigkeit erlangen, mit Tieren zu sprechen, Junge. Keine Sorge, Anton, du kannst dir einen Kranz mit Johanniskraut besorgen, um Dämonen und böse Geister abzuwehren. Ja, hast du das verstanden, Anton? Halte die Augen nach Geistern offen, die heute Nacht auf der Erde wandeln. Böse Geister und Dämonen, ich habe nie welche gesehen. Und das wirst du auch nicht, wenn wir vorsichtig sind. Das Feuer wird sie vertreiben durch die Hilfe des Herrn. Da sieht man gut die Verschränkungen dieser Tradition. Aus diesem Grund veranstalten wir diese Feiern. Was hältst du denn bisher vom Fest, Anton? Es ist nicht übel, denke ich. Ich mag die Feuer, wenn sie entzündet werden. Die Berge funkeln dann wie die Sterne. Ich mag es nicht, wenn die Leute betrunken und laut werden. Je später der Abend wird, dann streiten sie sich und so. Oh, jemand Bestimmtes? Also in letzter Zeit weniger, aber früher hatte Martin oft Ärger. Anton hat ein gutes Auge. Seitdem Martin zurück ist, benimmt er sich, auch wenn er manchmal zu viel trinkt. In letzter Zeit hat er sich beruhigt. Früher war er ein richtiges Aas. Wortwahl, Junge. Gott missfällt Blasphemie. Aber das sind deine Worte, Vati. Zitiere lieber nicht mich, sondern die Heilige Schrift zum Wohle deiner Seele. Hör auf deinen Vater, Anton. Das werde ich. Jesus.
Hey, was habe ich gerade gesagt? Pass auf, dass deine Mutter dich nicht, nicht so hört. Gut, lass dich jetzt weiter das Fest genießen. Es war mir eine Freude. Bis später, Andreas. Tschüss. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wer der Karl ist. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Was mich wundert, denn sonst kenne ich mich eigentlich ganz gut aus. Karl. Glattes, braunes Bartstoppel, durchschnittliche Größe, kräftig. Ja, aber was macht der? Was ist sein Job? Was macht Karl? Wo wohnt er? Ich weiß noch nicht mal, wo der wohnt. Ach, ist das die? Ach, okay. Das ist der vor 7 Jahren am Schrein von Moritz stand. Mit Helena, die gerade den Anton erwartet hat. Okay, dann kann ich das wenigstens ein bisschen einordnen. Aber ich weiß nicht, wo die leben. Vielleicht auch nicht im Ort. Muss ja nicht sein. Aber gut zu wissen, dann muss ich das nicht weiter durchdeklinieren. Wir schauen mal, was Stolz sagt. Andreas. Grüße, Andreas. Wie schön, euch hier zu sehen. Ihr kennt euch also bereits. Was wollt ihr mit einem Erfinder? Ich fertige unterschiedlichste mechanische Gerätschaften an, mit Zahnrädern, Hebeln und dergleichen. Andreas hier ist ein Mann des Geistes. Warum sollte er kein Interesse an meiner Arbeit haben? Weil sie ja so nützlich ist. Der Geist des Erfinders schafft Neues, geht einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter Richtung Abfallhaufen. Ha. Ein inspirierender Gedanke, Balthas. Ich werde jetzt mal positiv an, immer positiv antworten. Weil mir bisher im Spiel immer dann, wenn ich zu ehrlich war, oder dann, wenn ich zu harsch reagiert habe, mir irgendwann hintenrum die Entscheidungen vorgehalten worden sind und dann hatte ich bestimmte Optionen nicht mehr. Und das würde ich ganz gern vermeiden. Vielen Dank, Herr Masterkünstler. Apropos, hattet ihr schon Gelegenheit, euch heute Abend in der Stadt umzusehen? Der Anblick muss auch euren künstlerischen Geist angeregt haben. Passing wirkt mit den Dekorationen und dem Feuer überaus fröhlich. Genau, seht euch den Einfallsreichtum der Bauern an, allein schon das Feuer. Es ist so Geschichte, dass Luft und Hitze schnell hindurchströmen können. Hört nur, wie es brüllt. Eine überaus kluge Konstruktion, aber Otto ist auch ein kluger Mann. Diese Leistung ist fast eines Universitätsabschlusses würdig. Diese Menschen haben natürliche Traditionen, sie haben viele kluge Dinge ohne jede Ausbildung herausgefunden. Dieses Wissen stammt aus früheren Generationen, gelebter Erfahrung, die mir der Zeit weitergegeben wurde. Vielleicht nicht das Wissen eines umfassend gebildeten Geistes, aber dennoch nützlich. Es bedarf keiner Universitätsausbildung, um klug zu sein. Dass ihr das sagt, war klar. Keiner von euch kennt diese Leute so gut wie ich. Gott hat ihnen ihren Platz in der Ordnung der Welt nicht ohne Grund zugewiesen. Wir können viel von den Bauern lernen, sogar ihr, Werner. Immerhin kennen sie sich mit der Anwendung von Kräutern gut aus. Ihre Traditionen sind profan. Denkt an die Johannisnacht, schmutzt durch ihre heidnischen Rituale. Das ist ein Affront für Christus. Also man sieht schon ein bisschen, wo die Verhandlungslinien laufen. Und Stolz ist definitiv jemand, der nicht auf der Seite der Bauern steht, sondern der die Ordnung erhalten will, wie sie ist. Der heilige Eligius hat uns schon vor fast 1000 Jahren vor diesem Treiben gewarnt. Naja. Woher kommt diese neu entdeckte Frömmigkeit? Tut nicht so, als wüsstet ihr irgendwas über mich. Ich bin nach Aachen gepilgert. Ich habe den Marienschrein besucht und seine heiligen Reliquien gesehen. Neben dem Enthauptungstuch des heiligen Johannes des Täufers zu stehen, war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Wie schön, eure Familie ist sicher stolz auf eure Erfahrung. Ist sie. Wie schön, dann sollten wir uns jetzt wieder dem Fest widmen. Alters, wir sind hier, um zu feiern. Dann lasse ich euch mal den Abend fortsetzen. Gute Nacht. Also das ist eine neue Balthasar, eine sehr gute Nacht.
Das ist eine neue Figur. Oh, und besucht meine Werkstatt, Meistermaler. Ich würde gerne mit euch Ideen austauschen. Das wäre mir eine Freude. Richtig, bis dann. Maler. Der ist immer schön distanziert. So, Peter frage ich jetzt nicht erst. Da habe ich ja eh nichts zu erwarten. Ich frage mal den Till. Till weiß immer viel. Hallo, Meistermaler. Guten Abend, Till. Genießt du das Fest? Oh ja, ich bin vielleicht etwas zu alt für die Ausschweifungen am Rande, aber ich genieße den Anblick und die Atmosphäre. Wusstet ihr, dass das Wort Solutitium auf die alten Römer zurückgeht? Ich dachte, du kannst kein Latein. Ich habe mit der Zeit ein paar Worte aufgeschnappt und ich kann immer noch 2 bis 3 zusammenzählen. Bemerkenswert, das muss ich zugeben. Das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten. Ja. Wohl die Menschen der Weisheit findet. Zugegeben, es ist nicht viel. Sprichwörter und einige Einzelwörter. Wie Solstitum. Solstitium. Genau so lässt es sich um diese Zeit beobachten. Die Sonne steigt lange Zeit auf, bleibt stehen und beginnt dann wieder zu sinken. Ein gelungenes Gleichnis für den Lebenswandel der Menschen, Aufstieg und Untergang. Und um uns davon abzulenken, Wein, Weib und Gesang, heitere Ausgelassenheit. Ja, die Leute feiern ausgelassen, aber das scheint... Auch die Römer hielten um diese Zeit Feierlichkeiten zu Ehren von Juno und Festa ab, um Segnungen für Ehe und Familie zu erlangen. Die Feierlichkeiten scheinen mir manchmal ersonnen worden zu sein, um die Fehltritte der jungen Leute zu vertuschen. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Mich hätte in ihrem Alter auch nichts aufgehalten. Junge Herzen sind launenhaft und doch resolut. Und sie lieben das leise Prickeln der Gefahr. Manchmal lernt es sich so am besten. Ja, der Weg zum Erwachsenwerden ist gesäumt von Fehlern. Deshalb lese ich mittlerweile lieber darüber, als ihn zu beschreiben. Die Abtei verkauft noch Bücher aus ihrer Bibliothek. Ich habe gehofft, mir ein paar zu sichern, aber sie waren viel zu teuer für mich. Klaus und seine Schriften sind da schon sicher und bei weitem erschwinglicher. Bist du auf interessante Geschichten gestoßen? Das bin ich, Meistermaler. Aber vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden. Es war Latein. Der Verfasser war ein Römer namens Strabo. Es ging um Geografie. Deshalb weiß ich es noch. Ja, das könnte es gewesen sein. Das Buch handelte von verschiedenen Barbaren, darunter auch vom Stamm der Räter, von denen ich schon gelesen habe. Es ist der Stamm, der genau hier vor Ankunft der Römer gelebt hat. Er nannte diese Gegend Rätia und beschrieb sie als Ansammlung von Hütten. Die Einwohner waren feindselig und streitlustig und nur an Jagd und Krieg interessiert. Er erwähnte Manus und seine Söhne, aber besonders viel habe ich nicht verstanden. Jedenfalls wurden die meisten Einheimischen vertrieben, als die Römer kamen, aber einige wurden gefangen und mussten auf den Feldern und in Minen arbeiten. Was ist mit den vertriebenen Einheimischen geschehen? Keine Ahnung, wahrscheinlich sind die Barbaren zurückgekehrt, als die Römer vertrieben wurden und ihr Reich langsam auseinanderfiel. Aber waren das dieselben Leute oder Nomaden aus einer anderen Gegend? Das werden wir wohl nie erfahren. Vielen Dank für die Geschichtslektion. Ich lasse dich jetzt weiterfeiern. Viel Spaß heute Abend, Meistermaler. Bis später. So, was muss ich denn jetzt eigentlich noch tun? Und Kaspar suchen. Ich spreche mal mit Kaspar. So, also, die sind hier alle ausgelassen und freuen sich. Moment, kann ich hier mit... Ne, mit denen kann ich nicht reden. Mit Martin will ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Kaspar. Meister Andreas, schaut, wie groß das Feuer ist und so hübsch geschmückt. Das Fest zur Johannisnacht ist ein großes Ereignis für Tassing. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich sie verpasst. Warst du noch bei keinem solchen Fest, Kaspar? Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen.
Kann ich beim Feuer bleiben und die Kostüme anschauen und das Kräutersammeln beobachten, Meister Maler? Bitte. Na schön, aber sei folgsam und tritt niemanden in den Weg. Ich bin zu müde für das Fest. Ich werde wohl einfach den Weg ins Bett antreten. Ja, versprochen. Ich mache keinen Ärger. Bis morgen, Meister. Na dann, haben wir das geschafft. Tia, mit der alten Hexe haben wir ja schon geredet. Kann ich die Kirche betreten? Ja. Naja, gehen wir ins Bett. Zur Johannisnacht. Mal schauen, was da passiert. Es wird schon nicht so ruhig werden, wie es sich gerade anfühlt. Also dann. Es wird spät. Ich sollte mich ausruhen. Zu Bett gehen. Kann ich mal einen Schluck Kaffee trinken? Solstitium. Naja. Solstitium. Die Sonne steht. Ach. Ach, schau an. Ach, schau an. Das Labyrinth der heiligen Frau. Das ist nicht wirklich ein Labyrinth, das ist eher ein Weg, der zur Erkenntnis führt. Ja. Der lang und verschlungen ist. Das symbolisiert das alles. Ich glaube, ich benutze mal die Tasten. Das geht besser. Das kriegt man natürlich auch Zeit an eurer Rum in der Videoaufnahme. Sabine. Was ist das? Sagt nichts. Was? Komm nach Hause. Das werde ich bald. Du lügst. Manchmal denke ich, du verachtest mich. Aber vielleicht ist es schlimmer als das. Vielleicht bin ich es nicht einmal wert, beachtet zu werden. Was bin ich jetzt für dich? Eine Qual? Eine Plage? Naja, nach glücklicher Ehe sieht es auch nicht aus. Ein Ärgernis, das du ignorierst, während du in Paris ein anderes Leben führst? Gab es in deinem Herzen jemals eine Unze Liebe für mich? Natürlich. Aber jetzt nicht mehr. Ich hasse es, mit dir zu reden, wenn du so bist. Du hast alles an mir. Ich hasse dich nicht. Du liebst mich nicht. Das ist unwichtig. Geh zurück zu deinen Huren, den Frauen, die dich glücklich machen. Dieses Haus ist zu einsam ohne ihn. Sei still. Okay. Kind verloren, oder? Mein Sohn, sei still. Deine Anwesenheit würde die Trauer nur verstärken. Hör auf. Lass mich allein. Lass mich allein mit der Erinnerung an ihn. Hör auf. Lass mich einfach in Ruhe. Nur für eine Nacht. Eine Nacht, in der ich nicht von ihm träumen muss. Bitte. Danke. Okay. Sohn verloren. Und die Ehe ist darüber zerbrochen, wie es scheint. Es scheint nicht so, es ist so. Und Andreas ist auf der Flucht. August. Hallo August. Was soll ich tun? Einfach hier mit dir warten?
Ich denke, das geht. Ich kann die Nacht schweigend bei dir verbringen. Es tut mir leid, dass ich nichts für dich tun konnte. Ich bin so müde, August. Wirst du dort, wo du jetzt bist, auch müde? Als ich dich das letzte Mal sah, sagte ich dir gute Nacht. Ich konnte nicht zum Bett kommen, also stand ich in der Tür. Ich stand einfach da im Dunkeln. Du hast nicht geantwortet, also habe ich es noch einmal gesagt. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gestanden habe. Ich habe nur darauf gewartet, dass du gute Nacht sagst. Du hast für mich noch immer dasselbe Alter. Ich frage mich, ob ich jemals dein Gesicht vergessen werde. Ob ich mich an deine Mutter so erinnere, wie sie ist. Ich erinnere mich, dass ich sie liebte. Kannst du dir jemals jemanden klar vorstellen, wenn du ihn liebst? Ich habe dich geliebt, mein kleiner Junge. Oh Gott. Ich habe dich so sehr geliebt. Manchmal wünschte ich, ich könnte sterben, um es nicht mehr fühlen zu müssen. Aber das kann ich nicht. Also wiederhole ich jede Nacht meine Schritte. Und ich finde meinen Weg zurück zu ihr. Zurück zu dir. Ich liebe dich, August. Gute Nacht. Ach. Das berührt mich sehr. August, der nicht spricht. An der Pest gestorben, der kleine Mann. Was ist hier passiert? Wo ist Priester König Johannes? Und wo sind Sokrates und der heilige Grobian? Grobian war nicht auf dem Narrenschiff. Melancholia? Wollt ihr mir nicht antworten? Keine Gedanken an Beatrice? Ihr seid Beatrice, oder nicht? Früher einmal. Ich war eine Stimme der Vorsicht. Und jetzt? Mehr und weniger als Vorsicht, der Schmerz des Zweifelns, der zur Lähmung wird. Eine Lähmung, die Verzweiflung gebiert. Melancholia. Was ist mit euch geschehen? Was euch widerfährt, widerfährt auch uns. Die Fundamente dieser Stadt sind noch auf dem Meer eures Verstandes festgemacht. Ihr Hof herrscht nicht über euren Verstand, euer Verstand herrscht über den Hof. Einst lebten Verstand, Neugier und Narretei eurer Jugend unter der Herrschaft eures Intellekts. Ich bin alles, was noch bleibt, die Melancholie im Herbst des Lebens. Aber es ist erst Juni. Witze können euch nicht vor euren eigenen Verstand retten. Was dann? Ein anderer Pfad als der, auf dem ihr euch befindet. Ein anderer Pfad, ich bin 33, ich habe eine Frau, eine Werkstatt und Kunden im ganzen Reich. Und all das führt euch hierher, Andreas Mahler. Was soll ich denn jetzt machen? Ändert euer Leben. Wartet, ich sollte nicht hier sein. Ich muss jemandem helfen. Geht es Kaspar gut? Mal markieren. Ja, eure Gedanken drehen sich also nicht nur um euch. In euch ist noch etwas, das sich um andere sorgt, trotz eurer Melancholie. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für uns. Wacht auf, Andreas. Johannesnacht. Kaspar finden.
Geistspiecher. Muss mal kurz in die Option gehen. Steuerung. Schalt. Tastatur zu weisen. Hab ich doch probiert. Komisch. Na. So. Aber zum Kräutersammeln in den Wald gegangen sein. Oder? Ach, du große Güte. Das ist ja cool. So, bei Sanzia. Sehr schöne Stimmung gerade. Meister Andreas, was macht ihr hier draußen? Kaspar, Gott sei Dank, ich hatte mir Sorgen gemacht, als du nicht zurückkamst. Wo warst du? Ich war mit Kilian beim Feuer, aber ich hörte Getöse tiefer im Wald. Ich wollte nachsehen, was da los ist. Kilian? Okay. Vater Gernot, was tut ihr hier draußen? Ich verfolgte wen von den Städtern, aber dann habe ich den verkleideten Dummkopf aus den Augen verloren. Der Wald ist verboten. Ich finde schon noch raus, wer die Gesetze bricht. Und dann exkommuniziere ich die eigenhändig. Oh, der dreht komplett durch. Was war das? Jemand schreit in der Stadt. Jetzt geht dieser Unfug aber wirklich zu weit. Gehen wir gemeinsam zurück in die Stadt und schauen, was dieses Geräusch war. Johannes nach Treffen schreien. Hui. Hm, diese Blumen habe ich nie zuvor gesehen. Wo mag man die gefunden haben? Wer ist dort überhaupt fortgelaufen? Kann man kaum erkennen, wer in diesen närrischen Kostümen drinsteckt. Das sollten wir später überlegen. Das schauen wir erstmal in der Stadt. Oh Gott, das ist Otto. Werner, ist er tot? Ja, leider ist er es. Jemand löste das Seil, die Plattform erschlug ihn. Was, wie konnte das geschehen? Balthas und Lennart und ich hörten großen Lärm und sind rausgelaufen, um zu sehen, was passiert ist. Richtig, und dann sahen wir eine Gestalt in einem Kostüm, die vom Rathaus wegeilte. Es muss derjenige gewesen sein, der das Seil gelöst hat. Und was habt ihr während all dem gemacht, Lennart? Ich genoss eine leichte Mahlzeit mit diesen Herren. Ah, wie schade, dass ihr mir das nicht anhängen könnt, Peter. Kaspar, sieh nach, ob er eine Nachricht bei sich hat. Wie? Na los. Nein, Meister, da ist nichts. Seid ihr sicher? Was habt ihr erwartet? Ich bin nicht sicher. Ach, Eva. So glücklich rausgeheiratet aus der Gärtnerfamilie. Mensch. Warte. Nein, nein.
ihr, der Abt, muss ihn getötet haben. Dieses Schwein hatte schon immer etwas gegen Otto. Das wussten wir alle. Jetzt wird's aber heiß. Wir brauchen Antworten. Wie könnt ihr es wagen? Ich werde nicht einfach hier stehen und mich von einem Bauern einer so ruchlosen Tat beschuldigen lassen. Jetzt türmt er. Ihm nach. Wartet nicht, der Abt war bei uns. Er ist unschuldig. Das ist wahr, er kann Otto gar nicht getötet haben. Packt den Künstler und den Jungen. Der Sache gehen wir auf den Grund. Kaspar, lauft! Zur Abtei. Ja, super, wenn er mal jetzt noch rausgucken würde aus ihrer Zelle. Ja, so wie man sich das vorstellt hier. An der goldenen Hand vorbei. Moin, Hanna. Brüder, zur Bibliothek, jetzt. Da laufen wir auch rum. Sie sind durch die Kirche gelaufen, hier entlang. Ja, schnell in die Bibliothek. Da schließen sie sich einem Turm. Sie haben die Tür zugesperrt. Andreas aus dem Weg. Ottos Tod fordert nach Gerechtigkeit. Der Abt kann Otto nicht getötet haben. Er war bei uns, als wir den Leichnam gefunden haben. Das stimmt. Er ist zusammen mit euch gekommen, aber ihr wisst nicht, was er vorher getan hat, oder Andreas? Wer sonst würde Otto töten wollen? Feigling, Mörder. Andreas aus dem Weg. Mir gefällt seine Meinung genauso wenig wie dir, aber Gewalt ist hier nicht die Lösung, Peter. Keine Gnade, kommt heraus, er ist ein Monster. Wenn die Mönche nicht herauskommen, werden wir alles niederbrennen und sie dazu. Ihr seid alle völlig von Sinn. Ihr habt allen Grund, den Abt zu hassen, aber er ist hier nicht der Täter. Es erscheint doch unwahrscheinlich, dass der Abt Otto wirklich töten könnte, oder? Na gut, verdammt noch eins. Ihr habt einen Tag, um herauszufinden, wer der wahre Mörder ist, Andreas. Sonst werden wir uns den Abt holen kommen. Eva. Andreas, ich möchte nur Gerechtigkeit für meinen Mann. Bitte, ihr müsst den Mörder finden. Eva, Otto war ein guter Mann. Ich werde nicht ruhen, bis ich seinen Mörder gefunden habe. Naja. Wie man es nimmt. Ganz drauf vorbei. Die Bauern sind so überzeugt, dass Gernot Otto tötete. Aber das war doch unmöglich. Peters Jähzorn steht uns im Weg. Der Abt ist ein leichtes Ziel, weil er gegen Otto und dessen Sache agitierte. Meister, Peter war wütend. Er ergibt euch nur einen Tag, den Mörder zu finden. Warum habt ihr euch darauf überhaupt eingelassen? Letztes Mal ist es nicht gut gegangen, nicht wahr? Weshalb wollt ihr es noch einmal versuchen? Alle verdienen Gerechtigkeit, Kaspar. Ihr habt ein gutes Herz, Meister Andreas. Also was meint ihr, wer war es? Wo sollen wir anfangen? Wir sollten Lennart sprechen. Er hasst die Bauern, unterstützt stets den Abt. Letztens hat er sehr lautstark in der Stadt gegen Otto angeredet. Hat vielleicht Otto genug gehasst, um ihn zu töten. Wir sollten mit ihm reden und es herausfinden. Selbst wenn er nicht, weiß er vielleicht, wer noch ein Motiv gehabt hätte. Und was ist mit Martin Bauer? Als wir ihn mit Otto reden sahen, schienen sie über irgendetwas zu streiten.
Das wirkt mir unwahrscheinlich. Martin unterstützte Otto und die Bauern. Wir sollten zumindest mit Martin sprechen, herausfinden, worüber sie stritten. Vielleicht weiß er, wer Otto ermorden wollte. Eine gute Idee. Wer noch? Sonst fällt mir niemand ein, der Otto töten wollen würde. Wir müssen weiter nachforschen, um den Mörder zu finden, aber wir sollten uns beeilen. Könnte der Mörder bei Vater Thomas gebeichtet haben? Vielleicht schon, aber selbst wenn, ist Vater Thomas durch das Beichtgeheimnis gebunden. Er würde uns nichts sagen. Aber wir könnten einige Beichten belauschen. Die Johannesnacht war gerade. Viele am Ort werden zur Beichte gehen. Stimmt, irgendwer könnte zumindest etwas gehört haben. Ein guter Ort zum Anfang. Wir könnten auch in der Goldenen Hand herumfragen. Ein oder zwei Hunden lösen die Zungen. Was ist mit dem Menschen, der im Wald an uns vorbeirannte? Der trug diese Blumen, die ich nie zuvor sah. Die können wir Agnes zeigen oder Gertrude. Stimmt, die Blumen müssen wir im Wald finden. Vielleicht erlangen wir so eine Verbindung zum Mörder. Die Blume könnte einen Nutzen in der Heilkunde haben. Vielleicht gibt es jemanden in Tassing, der sich damit auskennt und weiß, wo sie wächst. Wir sollten herumfragen, aber wer hätte solches Wissen? Ich denke, das wären zumindest Bruder Florian, Schwester Gertrude, Agnes Steiner und Werner Stolz, genau. Florian, stimmt. Ein Haufen gute Möglichkeiten, eine Suche zu beginnen. Die Zeit mag knapp sein, aber unsere Chancen, den echten Mörder zu finden, stehen nicht schlecht. Na schön, an die Arbeit. So, eine gelbe Blume. Wie sieht denn unsere To-Do-List jetzt aus? Die gelbe Blume. Der Müller. Okay. Hallo Meister Maler, kann ich etwas für euch tun? Ja, in der Tat. Ihr habt euch in der Allmende lautstark gegen Otto ausgesprochen. Worum ging es da? Um genau das, was ich gesagt habe. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Vor allem nicht jetzt. Wir hatten bereits einen Tod in Tassing zu verkraften. Wir brauchen keine weiteren. Ihr habt Ottos Ansichten aber nicht geteilt. Er hat sich gegen Gewalt ausgesprochen. Otto war Ideologe. Er hat die Wirklichkeit verkannt. Die Goldene Hand ist auf Pilger und Reisende angewiesen, Andreas. Ist das ein Motiv? Wenn es nach Otto gegangen wäre, wäre alles ins Chaos gestürzt. Schwaben brennt schon. Wir brauchen Gesetze, um zivilisiert zu leben, Andreas. Wofür Otto eintrat, das hat mir Angst gemacht. Nun, es ist jetzt kaum besser als vorher. Otto war die einzige Person, die Peter gezügelt hat. Ich sag mal das. Danke, Meister Maler. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielleicht hat es Einfluss auf irgendwas. Ach so. Ein Reisender. Kilian. Wie lange sind wir denn schon auf der Sendung? Ich würde jetzt noch eins probieren. Ich würde jetzt gar nicht mit den Leuten hier reden, sondern ich würde tatsächlich... Da ist die Mühle, die Goldene Hand. Also mir gibt es das auch schon vor. Und die Abtei Kiers auch. Gibt es mir nicht vor. Äußeres Tassing, alte Salzmühle. Ich gehe jetzt mal noch zur Kirche. Ich glaube, das scheint mir, das mit der Beichte, das scheint mir eine gute Idee zu sein.
Da können wir schön nebenbei Wissen abfassen. Und die Leute kommen zu uns und wir müssen nicht hinlaufen. Das ist eigentlich, das ist sehr clever. Das machen wir mal. So. Oh, Tier ist da. Ihr seid der Künstler, der vor ein paar Jahren hier war, als der Mord geschah. Ja, ich bin Andreas Mahler. Genau, ich kenne euren Namen. Arbeitest du für Vater Thomas? Arbeiten? Ich bin seine Sklavin. Ich putze die verdammte Kirche und halte sein Haus in Ordnung, damit ich ein Dach über dem Kopf habe. Ungefähr zu der Zeit, als der Baron ermordet wurde, da habe ich mein Haus verloren. Der Abt, dieser... Was? Hinfut? Hat es mir weggenommen. Nun bin ich auf die Almosen der Kirche angewiesen. Ich hasse die Kirche so sehr wie die Abtei. Ich wünsche, es gäbe eine Hölle, dann könnte ich all diese heiligen Männer dorthin schicken. Es überrascht mich, dass Vater Thomas dich hier wohnen lässt. Er glaubt, er kann mich retten. Ich lasse ihn in dem Glauben, solange ich ein Dach über dem Kopf habe. Weißt du etwas über den Mord an Otto? Nein, warum sollte ich? Und was geht es euch an? Ich frage nur, man weiß nie, wer etwas gesehen oder gehört haben könnte. Na, ich nichts, ist das alles? Ja, bis später. Ja. Okay, das war hier. Da. Oh, Andreas, was habt ihr wieder angestellt? Es ist furchtbar, einfach furchtbar. Ich hätte Klaus die Veröffentlichung der 12 Artikel nie erlauben dürfen. Das passiert, wenn gewöhnliche Leute durch unsinnige Lektüre aufgewiegelt werden. Dann haltet ihr die 12 Artikel also für Unsinn? Ich war zu voreilig. Natürlich liegen den 12 Artikeln ehrbare Motive zugrunde. Sogar Martin Luthers Thesen sind nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber ich halte nichts davon, wenn Bauern so etwas lesen. Diese Schriften, diese Bücher pflanzen ihnen verrückte Ideen ein. Schwester Amalie und ich haben gesehen, was passiert, wenn gute Menschen Teil einer tobenden Menge werden. Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Hat nicht der Thomas die Amalie aus dem brennenden Kloster gerettet? Was meint ihr? Bevor wir nach Tassin kamen, war ich Priester in einer Stadt in der Nähe eines Benediktinerklosters. Die Stadt war voller guter Menschen, aber die guten Menschen wurden von einem gebildeten Nachbarn, dem Arzt der Stadt, in Panik versetzt. Er hatte das Malus Maleficarum, also den Hexenhammer. Ja, gelesen. Er hatte ihm Ideen in den Kopf gesetzt. Das Hexenjagdhandbuch, der Autor wurde aus Innsbruck vertrieben, nicht wahr? Ja, aber die Nachricht davon hatte unseren Arzt nicht erreicht. Eine Sache, die Autor des Buches und der Arzt gemeinsam hatten, war die Verachtung und der Hass auf Frauen. Für den Arzt war das Kloster ein Hexenzirkel. In Schwester Amalie sah er keine Mystikerin, sondern eine Frau, die von bösen Geistern besessen war und Blasphem von... Aber bestimmt hat der örtliche Richter das nicht geglaubt. Nein. Aber das spielte keine Rolle. Der Arzt schürte die Ängste seiner Nachbarn, was ich auch tat, und sagte, es machte keinen Unterschied. Sie hörten nicht auf die Vernunft, sie hörten nicht einmal auf die Schrift. Mitten in der Nacht versammelten sie sich am Kloster und steckten es in Brand. Schwester Amalia hatte Glück, mit dem Leben davon zu kommen. Die übrigen Nonnen hatten nicht so viel Glück. Ich bin mir also nur allzu bewusst, was passieren kann, wenn sich eine tobende Menge bildet. Ich hätte wissen müssen, dass es wieder passieren würde. Das hier ist meine Schuld. Es ist nicht eure Schuld, Vater. Ach nein, mein Teil der Verantwortung ist größer, als mir lieb ist. Man sollte meinen, die Bauern wären nach Ottos Tod zu schockiert, um ihr hoffnungsloses Anliegen fortzuführen. Aber sie sind wütender denn je.
Es hätte nie so weit kommen dürfen. Der Abt hätte wissen müssen, dass er mit dem Feuer spielt. Was ist mit Otto und Peter? Was ist mit Klaus? Hätten sie es nicht wissen müssen? Überall in Schwaben werden Bauern niedergemetzelt. Es muss aufhören, bevor es noch schlimmer wird. Es bringt wohl nichts, sich wegen vergangener Geschehnisse zu grämen. Ich muss mich, soweit es die Umstände zulassen, um die Menschen in der Stadt kümmern und für Besserung beten. Apropos, ich muss den Stadtbrunnen ja noch die Beichte abnehmen. In Tassing ist es Tradition, nach der Johannisnacht zur Beichte zu gehen, falls in der Nacht etwas passiert ist, das nicht bis Ostern warten kann. Ich muss den Einheimischen Vorhang einräumen, aber wenn ihr ein paar Stunden warten könnt, habe ich Zeit für euch. Ihr müsst natürlich nicht, aber es wäre nachlässig von mir, es nicht anzubieten. Ja, das klingt doch ausgezeichnet. Nun gut, es dauert sicher eine Weile, bis die anderen durch sind, aber bleibt gern hier und betet. Also, Thomas und Amalie. Benedikte. Dominus sit vobiscum. Ich gehe jetzt nicht die Liturgie durch. Der Herr sei mit dir. Ich bekenne Gott, der seligen allzeitreinen Jungfrau Maria, dem heiligen Erzengel Michael, dem heiligen Johannes, dem Täufer, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und den heiligen Leuterius und Cassian, dem seligen Juvenal, allen Heiligen und dich, Vater, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Was führt dich zur Beichte, Paul? Ich habe meinen Vater nicht gehorcht und bin zu den Ruinen gegangen, um zu zeichnen. Wie oft? Einmal. Du musst jedes Mal gewusst haben, dass es falsch war. Warum hast du es wieder und wieder? Weiß nicht. Ich finde einfach, es ist eine dumme Regel. Er hat recht, die Regel ist dumm. Darum geht es nicht. Leonard ist der Vater. Tja, schätze, da habt ihr recht. Gibt es noch etwas, Paul? Ich hatte unreine Gedanken über ein Mädchen. Wie oft? Ich weiß nicht genau, ziemlich oft. Nun gut, noch etwas? Also, Vater, ich kann das nur flüstern. Das ist in Ordnung, Paul. Kaspar, geh eine Kerze anzünden. Das gefällt mir, ist eine super Szene hier. Stolz steht ungeduldig in der Ecke, ja. Und Till kniet. Martin ist auch da. Okay, also wir haben Kret. Oh, Kret hat bestimmt gefehlt. Die ist so offenherzig. Dann haben wir Brigitta. Wir haben Else, die Frau von Müller. Ich sah meinen Vater mit einer Frau bei den Ruinen. Sie hatten fleischlichen Umgang. Das ist eine schwere Sünde, Paul, aber du bist nicht hier, mir von den Sünden der anderen zu erzählen. Wenn sie beichten wollen, wissen sie, wo sie mich finden. Oh, hoffentlich war das nicht Gret. Ja, Vater, gehorche deinem Vater, meide die Versuche, an Mädchen zu denken. Jesus möchte, dass wir in Harmonie mit unserer Familie leben. Es kann aber keine Harmonie geben, wenn du deinen Eltern nicht gehorchst. Und wenn deine Gedanken wieder zu den Mädchen wandern, bete zur heiligen Jungfrau um Stärk. Ja, Vater, als Buße lege ich dir 5 Ave Marias und 2 Vater unser auf. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, Vater. So, da ist die Formel zum Ablassen, zur Lösung der Sünden. Genau. Das ist das, worum es geht. Die Löseformel. So spreche ich dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, damit ist Paul, der Müllersohn, entlassen. Gut zu wissen, sein Vater, Leonard, was sagte er? Paul sah seinen Vater mit einer Frau bei den römischen Ruinen.
Interessant. So. Wer ist jetzt an Kret? Na mal gucken. Na hey, wer stellt sich denn daneben, Kasper? Was wünschst du zu beichten, Kret? Mein Vater ist stritten mit meinem Ehemann über seine Unterstützung für die Bauern. Ulrich. Ulrich ist das Oberhaupt deiner Familie. Doch es ist nicht sündig, manchmal uneins zu sein. Das ist eine ernste Angelegenheit. Die Bauern wollen Dinge ändern. Wenn Leute versuchen, das Wesen eines Ortes auf den Kopf zu stellen, spielen sie mit dem Feuer, mit der Sünde. Ist Ulrichs Seele in Gefahr? Ich weiß, dass Ulrich ein guter Christ ist, aber ich fürchte, die Bauern könnten sich der Gewalt bedienen. Ich dachte, Ottes Tod könne die Bauern von ihrem Pfad abbringen, doch er festigte ihren Kurs nur. Sag mal, das hat er doch... Ist Thomas der Strippenzieher? Ist Thomas der Strippenzieher? Er hat genauso viel Wissen wie Adam. Mein Problem ist ein bisschen immer noch, dass ich nicht weiß, wer das geschrieben hat. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Also er selbst kann es nicht schreiben. Von Amalia haben wir gehört, dass sie nicht lesen kann. Das wäre aber insofern Quatsch, weil in ihrer Inkluse drei Bücher liegen. Die liegen ja da nicht umsonst. Die waren so eingelassen in einem Wandregal. Na, wir gucken mal. Also, Thomas könnte der Strippenzieher sein. Ich dachte, wer heißt hier, ne? Ich dachte, Ottos Tod könnte die Bauern von ihrem Pfad abbringen, doch er festigt die Ankosten. Also so eine Verwunderung, dass ein Plan nicht funktioniert hat. Oh Gott, armer Otto. Meister Andreas, glaubt ihr, Kret könnte Otto getötet haben? Nee. Ach. Kret könnte keiner Fliege was zuleide tun, geschweige denn einem Mann. Tja, er kennt sie wohl besser als ich. Es ist alles in Ordnung, Gret. Es tut mir leid, ich hätte nichts sagen sollen. Ich bin hier, um deine Beichte zu hören. Nein, nein, Vater, danke, ich weiß das zu schätzen. Natürlich, nun bedenke, was ich über den Unterschied zwischen Uneinigkeit und Ungehorsam sagte. Ja, Vater. Gott möchte, dass unsere Familien in Harmonie leben. Oder Jesus möchte. Aber es gibt durchaus Raum für Meinungsverschiedenheit, vor allem bei derart wichtigen Themen. Als Buße sage zwei Ave Marias und ein Vater unser. Angefordert, das werde ich. Jetzt kommt die Löseformel. Ich lese jetzt nicht vor. Das war überhaupt nicht hilfreich. Beichtet irgendwann, wer mal was Nützliches. Es warten noch immer Leute. Wir könnten noch Glück haben. Was hast du zu beichten, Anna? Das wird doch Zeitverschwendung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vater, ich habe während der Johannesnacht Sachen geklaut. Wie hast du das angestellt? Ich wartete bis zum Feuer. Und dann ging ich raus und nahm einfach Sachen, wenn Leute nicht guckten. Das ist eine ernste Sünde, Anna. Was hast du gestohlen und von wem? Eine Kerze aus dem Haus von Agnes. Ich habe auch einen Becher aus Johann Bauers Haus genommen. Und einen Brief aus Martin Bauers Haus. Einen Brief? Weshalb? Ich habe dir doch noch nicht einmal das Lesen beigebracht. Weiß nicht, er sah so schick aus und die Tinte hatte eine hübsche Farbe. Seht ihr? Das ist dämlich. Ich sag nichts. Nun, Anna, du musst die Sachen zurückgeben, und zwar alle, und du musst dich bei den Leuten entschuldigen, die du bestohlen hast.
entschuldigen, kann ich sie nicht heimlich zurückbringen. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie weg sind. Nein, und wenn du so weitermachst, wirst du noch so wie einst Martin Bauer. Martin fand Gott und seine Familie wieder, aber nicht jede Geschichte eines eigensinnigen Kindes endet so glücklich wie die des verlorenen Sohns. Tut mir leid, Vater. Entschuldige dich bei Gott und bei den Leuten, von denen du gestohlen hast. Ja, Vater. Als zusätzliche Buße sagst du 5 Ave Marias und 5 Vater unser. Ja, Vater. So. Also, das heißt, Martin Bauer hat wieder so eine neue Nachricht bekommen. Also sollte der auch zum Mord an Otto angeschiftet werden. Interessant. Was hast du zu beichten? Du warst doch gerade zu Ostern hier. Sag nicht, dass... Also, Vater, zur Johannisnacht lag ich bei der Frau meines verstorbenen Bruders. Also, das ist Johann. Der war bei Kathi. Und er ist verheiratet mit Hedi. Seine Tochter ist Veronika. Ich muss mir das immer mal ein bisschen sagen. Und Kathi war verheiratet mit Franz. Deren Sohn ist Martin. Und der hat Brigitta geheiratet, die Tochter von Agnes und Linhard. So. Jetzt passt das. So, wie lange sind wir denn schon auf Sendung hier? Na, ich muss ein bisschen schauen. Ich würde die Beichte jetzt noch durchmachen. Was? Na schön, ich gebe zu, das war unerwartet. Das ist das dritte Jahr in Folge. Vater, bitte sprech doch leiser. Ich höre sie nicht mehr. Und ihr? Ist das für uns relevant? Nee, wir hören nicht zu. Ich will hier. Da ist Martin. Den will ich hören. Ah, noch eine verpasste Gelegenheit. Ist nicht schlimm. Tja. Tut mir leid, Meister Andreas. Verläuft das nächste besser. Johann, wir wissen, wer Kathi ist und... Ich wollte Martin hören. Andreas, ihr seid an der Reihe. Nun gut, Vater. Warte einfach hier, Kasper. Ja, Meister. Die Amalie hört natürlich alles, ne? In ihrer Zelle. Können wir vielleicht gleich zur Beichte voranschreiten, Vater? Es war ein langer Tag. Ich denke, Gott wird das verstehen, aber bemüht euch. Also dann, was möchtet ihr beichten, Andreas? Ich schätze, ich könnte mit der Hurerei und Sauferei anfangen. Haltet ihr es noch immer damit, Andreas? Es ist ein hohles Leben und es entfremdet Herz wie Kopf so weit von Gott. Vielleicht liegt es in meiner Natur, Vater. Zu sündigen ist die Natur des Menschen, aber Christus gab uns einen Pfad zur Erlösung. In Paris führte mich mein Weg stets in die Bordelle. So viele große Städte eifern Sodom und Gomorra nach. Sie haben die Bräuche und Traditionen ihrer Vorfahren abgelegt, ganz zu schweigen von ihrer Einhaltung des Gesetzes Gottes. Warum sucht ihr derlei Lasterhöhlen weiter auf? Ich schätze, ich bin einsam. Andreas, diese Fleischeslüste, denen ihr euch hingebt, lassen euch spirituell verarmen. Ich habe mich verloren, Vater. Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben, Andreas. Sucht Gott in eurem Herzen und ihr werdet ihn finden. Es schmerzt mich, dass ihr leidet und dieses Leid euch auf Abwege führt. Ich kenne nicht den Pfad, der euch zum Glück leiten wird, aber Gott weiß ihn. Wenn ihr nach Nürnberg zurückkehrt, sucht Rat bei eurer Frau und bei eurem Priester. Ja, Vater. Reicht. Zur Buße erlege ich euch 3 Ave Marias und 2 Vater unser auf. Und wenn ihr Verzweiflung spürt, denkt daran, dass Hoffnungslosigkeit eine der größten Sünden wider Gott ist. Sie ist ihm ein Gräuel, denn wie schlimm die Dinge auch sein mögen, es gibt stets die Erlösung durch das Opfer Christi. Ja, Vater. So, böse Formel. Lese ich jetzt nicht vor. Ich will... Ich kriege ja noch einen Missionskanal.
Sticker drauf. Ja. So. Bis später, Vater. Nun, dann kann ich wohl auch meine Buße gleich leisten. So. Ave Maria. Einmal. Zweimal. Bist gut gemacht. Auch eins der Renaissance-Motive, die betenden Hände, ne? Das ist so. Deswegen ist es wohl drin. So, jetzt kommt noch das Vorderunser. Lustige Geschichte hier beim Vaterunser. Ich habe als Kind immer, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigern. Ich habe Schuldigern war mir als Wort nicht. Das hat keinen Sinn ergeben, aber ich habe auch nicht nachgefragt. Gut. Das war's. Drei Ave Maria, zwei Vaterunser. Et voilà. Ich hoffe, Kaspar hat das Wort nicht zu langweilig. Naja. Sieh an, sieh an. Okay. Kaspar, wach auf. Amalia, Andreas. Die hört alles da drin. Schwester Amalia, geht es euch gut? Es geht mir gut, mein Leib schmerzt, doch meine Seele steigt empor. Gott verkündet den Dienst der Seele allen, die sind im Himmel. In der Tat, das tut ihr. Ihr habt ihren Beichten gelauscht, nicht wahr? Habt ihr das? Ich lausche nicht, doch manchmal höre ich. Also habt ihr alles gehört, was wir gesagt haben? Habt ihr etwas gehört, das uns entgangen ist? Nicht heute, aber vor einer Weile, da hörte ich jemand anders hier beichten. Bruder Guy kam, um bei Vater Thomas zu beichten. Ach, gleich nachdem er mit uns gesprochen hatte. Interessant. Bruder Guy wollte aus zwei Gründen bei Vater Thomas beichten. Zum einen beichtet er über den Diebstahl der Gelder der Abtei. Okay, also mal zwei Punkte. Thomas hört von allen alle Geschichten. Amalie hört von allen alle Geschichten. Ich gucke da nochmal in die Biografien von den beiden. Vielleicht ist das Buch ja von ihr und sie kann doch schreiben. Ich hatte erst gedacht, der Köhler ist es, weil das Buch angesenkt war. Aber vielleicht hat sie das Buch gerettet. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Wenig überraschend. Ich verstehe, warum er das nicht dem Abt beichten wollte. Zum anderen wusste er, dass Vater Thomas schon einen Verdacht hegte, was Guys Verwaltung des Geldes anging. Wenn Guy bei Vater Thomas beichtet, würde das Beichtgeheimnis dem Vater die Hände binden. Bruder Guy ist enorm skrupellos. Und er sagte auch, bei seinen Reparaturen hätte Otto Zimmermann ihn deshalb zur Rede gestellt. Otto sah, wie Bruder Guy im Hauptbuch der Abtei schrieb, und er verlangte es zu sehen. Otto sagte, er würde beweisen, dass die Abtei Geld horderte, so oder so. Das ist die Information, mit der Otto rausrücken wollte. Das klingt nicht gut. Klingt, als hätte Guy ein Motiv, Otto tot sehen zu wollen. Warum erzählt ihr uns das, Schwester Amalie? Ich bin nicht mehr als eine Frau, tot für die Welt, verharren in dieser Klause, doch ich habe dennoch Augen, die sehen und Ohren, die hören. Bruder Guy hat das Vertrauen von Vater Gernot wie Vater Thomas missbraucht und in dieser Tat korrumpierte er das Sakrament der Beichte, um es als Schild wider die Gerechtigkeit zu nutzen. Dies ist das Mindeste, was ich tun kann.
Danke, Schwester. Nun muss ich beten. Gott sei mit euch beiden. Tja, was sollen wir jetzt tun, Meister? Wir müssen dieses Hauptbuch finden und Beweise für Gies Missetaten. Denn wenn Otto den Abt gezwungen hätte, das Hauptbuch durchzugehen, hätte der Abt bemerkt, dass Gie die Abtei bestiehlt. Genau. Er hatte ein Motiv, Otto dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Wir müssen nur die Abtei durchsuchen, bis wir es finden. Vielleicht können uns auch einige der Brüder und Schwestern helfen. Gies Beichte. So, jetzt würde ich mal ganz gern nach Amalie gucken. Menschen. War sie unter Schwester? Wurde sie unter Schwester geführt? Schwester Amalie? Wo ist sie? Schwester Amalie, wo ist Schwester Amalie? Ist Amalie. Bin ich blind? Warum? Das wollte ich auch noch besuchen. Gernot. G. Hanna. Kati. Ist Amalie. Camperin, Zimmermann, Gärtner, Rahel. Alban, Veronika, Ursula. Die steht nicht drin. Okay, die ist also. Wir müssen es anders machen. Marienschrein interessiert mich nicht. Konzil von. Interessiert mich auch nicht. Also, die ist aus dem Kloster geflohen, zusammen mit Thomas. Das ist niedergebrannt worden offensichtlich. Und die hat ein Buch mitgenommen. Das Buch, das hat sie selbst geschrieben. Das heißt, sie schreibt die, wer macht denn die Tinte? Sie schreibt die Zettel und Thomas bringt sie weiter. Das muss das Rätsels Lösung sein. Gott segne euch. Ja, ja. Der zieht die Strippen. Balthas muss jetzt noch mit Balthas reden. Muss ich jetzt mit. Wir reden jetzt noch schnell mit Balthas. Und danach, in der nächsten Folge, gehen wir zur. Linhardt. Dem muss ich nicht reden.
Ein bisschen umständlich mit dem Rennen. Nordstadt. So, da haben wir das Rathaus. Dann haben wir das. Und dann haben wir das. Gehen wir doch ins Isenkopfhaus. Da ist Baldas. Baldasar. Seid gegrüßt, Andreas. Ihr seid im perfekten Augenblick gekommen. Na schön, nicht ganz ideal angesichts von unseres kürzlichen Tod. Es trug sich direkt vor eurem Haus zu. Habt ihr wirklich nichts mitbekommen, was meiner Untersuchung dienlich wäre? Leider nicht. Wie gesagt, Werner und ich führten eine anregende Debatte, als wir draußen das Getöse hörten. Ich sah nur eine Gestalt fliehen, kann aber leider keine nützlichen Details beisteuern, wer es gewesen sein könnte. Ich hoffe, ihr findet eine Spur, denn ich habe große Zweifel an der Verwicklung des Abtes in diese grausame Angelegenheit. Ich nähere mich einstweilen dem finalen Entwurf meiner neuesten Erfindung. Deshalb würden mich eure Gedanken dazu interessieren. Natürlich, ihr habt mich hergebeten, um Ideen auszutauschen. Richtig, ich habe etwas Einzigartiges entwickelt. Kommt. Wir haben gerade ein Problem. Die Bauern leiden unter den harten Bedingungen. Stimmt ihr zu? Zumindest sagen sie das, aber ich weiß es nicht recht. Leichtes Leben für niemanden. Eine Frage der Abstufung an Andreas. Sie rackern sich ab und schaffen doch wenig mehr als die reine Subsistenz und werden dann noch kräftig besteuert. Die Bauern werden wütend, daraus speist sich auch der Aufruhr im Land eine gefährliche Zeit. Also habe ich ein Werkzeug entwickelt, um ihre Mühsal zu verringern. Hier werft einen Blick auf meinen Plan. Seht euch den Pflug an. Davor ist ein Automat gespannt. Ob Mensch oder Tier spielt keine Rolle, der den Pflug hinter sich herzieht. Habt ihr derlei künstliche Menschen schon einmal gesehen? Ich habe die maurischen Hirten gesehen, die die Glocke schlagen, und die drei heiligen Könige, die vor der Madonna knien, im Uhrturm der Piazza San Marco in Venedig. Ah, Ranieri, Vater und Sohn, ein beeindruckendes Werk. Also versteht ihr, wovon ich spreche, die Feinheiten der Mechanik. Getriebe in Getrieben, symmetrische Spulen, die eine Welle antreiben, die zum Getriebemechanismus führt. Sehr komplexe Kontrollmechanismen, die aber ermöglichen, einem vorherbestimmten Pfad zu folgen. Es arbeitet, damit der Bauer nicht muss. Verstehe. Überaus beeindruckend, nicht wahr? Das Universum enthüllt sich durch die Feinheiten des Uhrwerks. Ich muss noch ein paar Ungereimtheiten ausarbeiten, aber ich kann fühlen, dass ich auf dem rechten Weg bin. Na, dann mach weiter, sagt Andreas. Was meint ihr? Sprecht die Wahrheit. Ohne Wahrheit kein Fortschritt. Es ist toll. Wirklich? Meint ihr das ernst? Oder sagt ihr das nur, das um meine Gefühle zu schonen? Och, kommt jetzt. Ist doch gut, da soll doch weiter basteln. Ich weiß, dass es nicht stimmt, Andreas. Ich hatte nur Angst zuzugeben, dass ich schon wieder versagt habe, was mein Vater sagen würde. Euer Vater ist auch Erfinder? Das ist er, von scharfem Geist und nötigenfalls noch schärferer Zunge. Warum seid ihr überhaupt erst gegangen? Ich musste mich beweisen, meinem Vater, und vielleicht... Ach, mein Vater hat versucht, mir eine Ehe zu arrangieren. Ich fühlte mich nicht bereit. Nichts sagen. Nun, ich muss auf jeden Fall noch viel lernen. Meine Erfindungen waren nicht so erfolgreich, wie ich es gern gehabt hätte. Wie kommt es? Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir Erfindungen vorstellen, aber die Entwürfe werden nicht manifest. Habt ihr euch an militärischen Apparaturen versucht, wie Leonardo es tat? Er fand etliche Waffen. Waffen werde ich nicht erfinden, Andreas. Antriebe des Elends unterstütze ich nicht. Wie steht es dann mit den Erfindungen zum Schütze? Im letzten Jahrhundert haben sich Kanonen verbreitet. Erst vor ein paar Jahrzehnten riss Karl der Freundliche Löcher in die Welle von Neapel, um seinen Anspruch zu entmauern. Ich fürchte, das beste Mittel gegen solche Artillerie wären ihrerseits noch stärkere Kanonen. Derartige Werke finde ich nicht bedeutungsvoll. Aber ich danke euch, Andreas. Ich habe euch zum Gedankenaustausch eingeladen und es war überaus ergiebig. Dieses Gespräch hat mir viel gegeben, über das ich nachdenken muss. Ach, da habe ich es fast vergessen. Unser gemeinsamer Freund Werner hat mich zum Mittagessen eingeladen. Warum kommt ihr und eure Stand nicht gleich mit? Sicher wird es ihm nicht ausmachen. Weshalb nicht? Wir begleiten euch gern. Ah, Meister Maler, wie schön, dass ihr gekommen seid.
Das ist hoffentlich kein Problem. Nein, nicht doch. Lass uns gemeinsam beten, damit wir essen können. Segne unser Herr diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen, 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 Amen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden, Meister Maler? Allerdings war das Ganze vielleicht sogar zu erwarten. Was bedeutet das? Euer Meister hat den Hang, sich einzumischen, sobald in Tassing eine Leiche auftaucht. Ich wollte mich nicht einmischen, sondern Bruder Piero vor falscher Beschuldigung bewahren. Eine gerechte Sache also. Mag sein, aber es kam dabei trotzdem noch jemand zu Tode. Traurigerweise ja. Andreas, wie hat euch die Zeit im Ausland als Meisterkünstler gefallen? Frankreich ist für seine Kunst berühmt. Ich habe meine Zeit in Paris genossen. Der König soll ja sogar Leonardo zu sich eingeladen haben. Was für ein Geschenk. Ich wäre auch gern so viel herumgekommen wie ihr, aber mir gefällt es in Tassing. Wenn ich nur die richtige Formel finde, könnte ich helles Licht erschaffen, ohne Kerzen zu verwenden. Faszinierend. Ha, wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald der nächste Leonardo bei das. Das ist nichts für mich, aber wart ihr nicht derjenige, der vor ein paar Jahren noch in die Großstadt ziehen wollte? Nun ja, ich habe viel in Tassing zu tun. Wohl wahr, nur gut, dass ihr da wart, um eure Leiche zu untersuchen. Weil das bitte, wir essen doch gerade. Oh, Werner schafft das schon. Wir kennen das von der Universität. Nun ja, meine Studien waren eher theoretischer Natur. Wenig Praxis. Eine angesehene Lehranstalt ist nun mal sehr auf Sauberkeit bedacht. So etwas geht natürlich Hand in Hand. Ich habe an der Universität Anatomie studiert. Das hat meine Kunst dramatisch verbessert. Meister Andreas, ihr habt einen menschlichen Körper von innen gesehen? Nur aufgrund seines tiefen Verständnisses der Anatomie konnte Leonardo seine Meisterwerke erschaffen. Eine unschätzbare Grundlage. Ihr scheint selbst auf dem besten Weg der Leonardo der Alpen zu werden, Balthas. Herrgott, Werner, ihr wisst, die Stadtbewohner wollen mich nur ärgern. Es gibt mehr als genug Themen, die beredet werden müssten. Ihr meint das Fest zur Johannisnacht? Warum so bescheiden? Es geht um Fortschritt. Das Rad des Schicksals dreht sich weiter. Ich glaube, Balthas meint das, was Otto über die 12 Artikel gesagt hat. Sind es für euch noch Gedankenspiele? Natürlich. Die Probleme der Bauern haben auf uns keinerlei ernsthafte Auswirkungen. Stimmt, aber sollten sich die Dinge ändern, könnte sich das auf meine Arbeit auswirken. Ich möchte meine Vorräte gern hier in Tassing erwerben, doch ich kann sie auch von außerhalb der Stadt beziehen, aber das wird teuer. Aber nach Ottos Tod ist Holz jetzt vielleicht schwerer zu beschaffen. Es stehen Leben auf dem Spiel. Ihr scheint das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Entspannt euch, Andreas. Wir plaudern doch nur. Wie auch immer, Balthas. Wie kommt ihr mit eurem absurden Apparat voran? Was war es noch gleich? Ein automatischer Pflug? Es geht voran, aber ich habe bislang noch kein großes Interesse entwickeln können. Der Mechanismus für die Energieversorgung ist ein bisschen heikel. Das ist alles. Noch etwas Zeit. Mehr Zeit brauche ich nicht. Sagt Andreas. Was habt ihr in letzter Zeit gelesen? Ich will Medizin. Ich habe es gelesen und für mich festgestellt, dass Benivienis Werk mit meiner Arbeit wenig gemein hat. Mir will nicht einleuchten, warum man sich für die Anatomie von Toten interessieren sollte. Ich nehme das. Was soll das denn heißen? Neue Ideen und Erfindungen bringen den Fortschritt voran, auch wenn er unsere Vorstellungen herausfordert. Apropos Erfindungen, ich muss zurück an die Arbeit. Gut, dann lösen wir es ja auf. Danke für das wundervolle Mahl und die kurzweilige Unterhaltung, Werner. Wie schön, dass Andreas und Kaspar auch mitkommen konnten. Nun ja, danke, dass ihr gekommen seid. Es war schön, euch zu sehen, Werner. Ganz recht, ich muss zurück an die Arbeit. Schlafen. Habe ich es jetzt vermasselt mit der Bibliothek? Thank you.
Ich probiere mal noch mal die Stadt. Es spielt sich ein bisschen hölzern mit der Shift-Taste, ehrlich. Das wäre natürlich nicht gut. Aber Gier ist unabhängig davon, ob wir jetzt das Buch finden oder nicht. Die Person, die hier als ein sehr starkes Motiv hat. Hat den Ab, ist faktisch wie bei Ferenc, ne? Hat den abbetrogen. Oh, kann ich wieder in den Schrein. Die Hand ist weg. Im Reliquiar befand sich früher die Hand des heiligen Moritz. Jetzt scheint sie jedoch zu fehlen. Ich frage mich, wo sie geblieben ist. Okay, wir fragen uns jetzt mal gar nicht großartig rum, sondern gehen jetzt mal in die Kirche hier. Okay, wir können das also in das Hauptbuch suchen. Oh, was liegt denn da für ein Topf unten? Was ist das denn? So. Karl. Warum steht denn Karl hier? Mir hat er allen verboten, die Bibliothek zu betreten. Das gilt auch für euch, Andreas. Ja, wissen wir. Was ist das? Nicht einmal die Krypta, die von der Plünderung verschont. Na dann los. Schauen wir das. Da. Edok Gernot Skriptorium. Es ist spannend. Ich mache jetzt hier mal weiter. Gott segne euch, Andreas. Ist bei der Untersuchung von Ottos Tod etwas Neues an sich gekommen? Ich muss dringend mit euch über Bruder Guy sprechen. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, um die Feindschaft zwischen euch zu diskutieren, Andreas. Ich weiß, dass ihr einander ablehnt, aber es ist kaum angemessen. Guy hat die Abtei bestohlen. Wie bitte? Ich habe mich wohl verhört. Schwester Amalie hat gehört, wie Guy es Vater Thomas gebeichtet hat. Es ist absurd. Ich bin der Beichtvater der Brüder. Warum sollte er bei Vater Thomas beichten? Er wollte nicht verstehen, er konnte es euch nicht sagen, weil er wusste, wie wütend ihr dann würdet. Bruder Guy mag von Zeit zu Zeit unfreundlich sein, aber das macht ihn nicht zu einem Dieb. Was soll er denn gestohlen haben? Geld, und zwar sehr viel davon. Ich habe etwas Seltsames im Hauptbuch der Abtei gefunden, das die Geschichte der Schwester bestätigen könnte. Ich arbeite noch an der Entschlüsselung. Wo habt ihr dieses Hauptbuch gefunden? Vielleicht seid ihr ja der Dieb. Vielleicht ist das ein Kniff, um eure eigenen Verbrechen gegen Kirsau zu vertuschen. Ihr hattet schon immer ein ungewöhnliches Interesse an diesem Ort. Hört auf zu poltern, hört ihr euch selbst nicht. Ich poltere nicht. Ach, Gernot. Kommt euch die finanzielle Lage der Abtei nicht selbstverdächtig vor? Die Schließung des Skriptoriums hat euch Einkommen gekostet, aber eure Steuern lassen die Bauern ausbluten. Worauf wollt ihr hinaus, Maler? Trotz aller Probleme sollte Kirsau jetzt mehr Geld im Säckel haben, nicht weniger. Er hat gerade so viel gestohlen, dass es nicht bemerkt wurde. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung von Guys Buchhaltungen. Seine Komplexität übersteigt meinen Verstand. Glaubt ihr, Schwester Amalia hat Guy richtig verstanden? Sie hat sich das nicht bloß eingebildet? Da ist noch etwas. Sie sagte, Otto habe von Guys Diebstahl gewusst. Nein. Ihr könnt nicht glauben, dass er Otto getötet hat. Ich glaube es nicht. Das würde er nie tun. Vielleicht doch. Hat die Bauern nie sehr gemocht, aber Mord. Ich glaube nicht, dass derlei Gewalt in seiner Natur liegt. Ich kenne sein Herz. Und ihr habt keine Fehler gemacht? Seid ihr sicher? Ich bin absolut sicher, Vater. Dies sind finstere Zeiten, Andreas. Selbst mit dem Licht des Herrn, das uns führt, weiß ich nicht, wie wir weitermachen sollen, wenn das hier vorbei ist. Seufz. Er gibt auf. Gibt es einen Beweis, den ihr mir für Guys Diebstahl anbieten könnt? Beweise dafür, wo das Geld geblieben ist. Ein
merkwürdiges Stück Papier im Hauptbuch, aber sonst nichts. Ich konnte keine Beweise dafür finden, was Guy mit dem Geld gemacht hat. Das ist gut. Ich kann im Moment nicht viel dagegen unternehmen, aber sollten wir die kommenden Tage überleben. Die Konsequenzen für Brutto Guy werden verheerend sein. Es tut mir leid, dass die Sache so ans Licht kommen musste. Nee, ich sage danke, dass ihr mich angehört habt. Was auch immer ihr von mir und meinen Absichten haltet, mir liegt etwas in Kiasau. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich habe nie an eurer Einstellung zu diesem Ort gezweifelt. Zumindest darin sind wir uns einig. Eines noch, habt ihr mit ihm darüber gesprochen? Nein, noch nicht. Er weiß also nicht, dass er durchschaut wurde. Sehr gut. Geht mit Gott jetzt. Jetzt mehr denn je. Ihr auch, Vater Gernot. Okay. Edok, was hat Edok zu... Wer ist da? Bist du das, mein Herr? Hörst du meine Seele heim? Ich bin es, Andreas, Bruder Edok. Oh, Andreas. Lieber Junge. Extreme Blässe, Atemnot, geschwollene Finger, Schweiß. Euch geht es nicht gut, Bruder Edok. Das scheint mir ernst zu sein. Das ist gar nichts. Die Flucht war etwas viel für mein Alter. Ich spüre schweren Herzens Schmerzen. Aber es wird vorübergehen, wenn Gott will. Ich wollte euch wegen der Präsenz fragen, die ihr erwähnt hattet. Wenn dies nicht die Zeit ist, etwas zu sagen, weiß ich nicht, wann sie sonst wäre. Edok. Andreas. Denkt jetzt nicht daran. Ist nicht die Zeit. Sorgt für die Brüder, die Schwestern. Sorgt für sie. Edok, das hier ist wichtiger. Leben ist heilig. Ich muss ruhen. Halte durch, Bruder Edok. Menschenskinder nochmal. So, da hängt doch Guy in der Gegend rum. Reden wir mal mit Florian. Andreas Mahler. Ich hörte, ihr wärt in Tassingen, aber ihr seid uns nicht besuchen gekommen. Es tut mir leid, ich hätte früher vorbeikommen sollen. Ich bin zwar froh, euch nach so langer Zeit wiederzusehen, doch das hier scheint mir keine vernünftige Tat zu sein. Hier hereinzuschleichen, setzt euch große Gefahr aus. Ich wollte sehen, wie es euch allen geht. Wenn es euch darum geht, wir sind noch nicht außer Gefahr. Die Bauern sind aufgebracht und wir sitzen fest. Befürchtet ihr, dass sie wirklich noch mehr Gewalt wollen? Sie mögen keine ausgebildeten Soldaten sein, aber viel militärischen Sachverstand braucht es nicht, um ein Bauwerk voller Bücher niederzubrennen. Wenn sie dem Abt oder der Abtei Gewalt antun, werden die Armeen des Herzogs keine Gnade zeigen. Glaubt mir, eine direkte Konfrontation mit echten Soldaten wird im Gemetzel enden. Ihr habt viel über die Bauern gesprochen, aber was ist mit euch und euren Brüdern? Oh, mir geht es gut, Andreas. Ich überlebte schon Schlimmeres. Die Schlacht von Gasmin, die Belagerung von Schloss Dorneck. Vielleicht zu viel davon für einen jungen Geist. Ach, lange ist es her. Doch andere sind schlimmer dran. Ich sorge mich um Volkbert und Rüdiger. Sie sind sanftmütige Seelen, die Gewalt und Schrecken nicht gewachsen sind. Aber vor allem besorgt mich Edok. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Sah nicht gut aus. Er ist alt und gebrechlich und unsere Flucht hat ihm nicht gut getan. Er spricht von Schmerzen in der Brust. An mein Werkzeug komme ich nicht. Und wäre es anders, wüsste ich doch nicht sicher, was gegen sein Leiden helfen könnte. Vielleicht Salvia Salvatrix oder Papa. Mir fehlen einige Optionen ein. Ein Aderlust könnte die Säfte wieder ins Gleichgewicht bringen. Ey, du bist sehr schwach, Andreas. Ich glaube nicht, dass er derartig überstehen könnte. Es mag am besten sein, Schwester Gertrude zu befragen. Sie kennt sich gut mit den Kräutern aus. Apropos Kräuter, könntet ihr euch diese Pflanze ansehen, die ich gefunden habe? Sie könnte eine Verbindung zu Otto Zimmermanns Tod aufweisen. Lasst mal sehen. Sie wirkt vertraut, aber es fällt mir nicht ein. Schwester Gertrude ist die Kräuterkundige hier. Wenn es irgendwer in Kirsau weiß, dann sie. Und wenn es irgendwer in Tassing weiß, dann Agnes Steinauer. Danke für eure Hilfe, Bruder Florian. Jederzeit. So. Ihr Arschloch.
Ihr habt es gar nicht gesagt. Hoppla. Ihr seid ein echter Mistkerl, Andreas Mahler, und ihr verdient das Schlimmste von dem, was auf euch zukommt. Sprich nicht wieder mit mir. So, okay. Also Guy ist fertig mit der Rüdiger und Mathieu. Ich will jetzt eigentlich ja nicht mit allen reden müssen. Wojislav. Wojislav. Was mache ich denn mit dir? Na, den fragen wir mal. Hallo Bruder Wojislav, habt ihr kurz Zeit? Natürlich, Andreas, was kann ich tun? Ich hoffte, mit euch über Bruder Guy zu sprechen. Was ist mit ihm? Hat er sich in letzter Zeit seltsam verhalten? Tut mir leid, Andreas, ich weiß nicht, was ihr meint. Vielleicht hatte er einen Grund, Otto zu töten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Habt ihr Beweise, um diese Behauptung zu untermauern? Schwester Amalia hat gehört, wie Bruder Guy bei Vater Thomas gebeichtet hat. Das ergibt keinen Sinn. Bruder Guy beichtet bei Vater Gernot, wie wir alle. Er hat gebeichtet, dass er Geld aus der Abtei gestohlen hatte und Otto es wusste. Andreas, Schwester Amalia ist eine Mystikerin und nicht ganz bei sich. Ich glaub dir nicht. Schwester Amalias Visionen sind leicht zu verstehen, aber falls sie einen Funken Wahrheit bergen, es steht nicht gut um die Abtei. Sagt mir etwas, das ich an Peter weiterleiten kann. Damit ihr einen der Brüder des Mordes beschuldigen könnt? Nein, Andreas. Ihr macht es euch da einfach. Genug davon, Gott segne euch. So. Was ist mit Mathieu? Gott segne euch, Rüdiger. Der Trochten hat versalzt Sankt Petr ein. Das am Marginarium zu Emodigitten. Kyrie lesen, Christi lesen. Er habet auch mit Worten himmelreiches Brot. Bruder, hört er mich? Ein altes Lied aus seiner Heimat, Andreas. Es scheint ihn zu beruhigen. Darin macht er Skerian, den er Millimeteria. Kyrie lesen, Christi lesen, seufzt. Das habe ich noch nie gehört. Es ist zwar nicht Teil unseres Hymnas, aber es scheint ihn zu beruhigen. Ich sorge mich um Bruder Rüdiger. Er vertieft sich in Gebete, seit wir in die Bibliothek geflohen sind. Gewalt und Unfriede sind das reinste Gift für seine sanfte Seele. Ihr sorgt euch wirklich um ihn, nicht wahr? Ach, dieser gütige und umsichtige Mann. Er wird es nicht. Ihr werdet doch herausfinden, wer Otto ermordet hat. Ich muss, es steht zu viel auf dem Spiel. Na bitte, wie ich sagte. Kirchenleser, Christenleser. Bruder Rüdiger, warum singt ihr nicht, damit die anderen es hören können? Die anderen? Ja, all eure Brüder. Ihr seid der Kantor, eure Stimme ist die Stimme, die sie führt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt das. Ich glaube an euch und Mathieu glaubt an euch. Das tun wir alle. Na gut, versuchen kann ich es. Christ.
Sing weiter. Sing weiter, Rüdiger. Okay. Bringt nix. Wo ist Lauf? Gott segne euch, Andreas. Ich habe ihm zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und jetzt trage ich die Quittung. Lukas, kann ich mit dem reden? Holbert. Na, mit dem rede ich jetzt nicht, das dauert mir zu lang. Okay. Ich gucke mal schnell, was die... Genau, ich muss zu Gertrude. Und schnell die... Vielleicht für den Edok Medizin zu besorgen. Kreuzgang. Sieht ja furchtbar aus. Im Schrein war sie gerade nicht, ne? Aber vielleicht ist sie im Konvent. Gertrude. Da, Stena. Seid gegrüßt, Meister Maler. Wo ist der Bruder? Eliminator. Was segne euch, Andreas? Wenig zu sagen. Der Bruder ist nicht hier. Gehen wir vielleicht noch schnell zu Agnes, doch noch zu Agnes Steinhauerin. Sie wohnt in der Stadtmitte, ne? Ich glaube nicht, dass ich da mal reinkomme. Nee. Okay, da kann ich jetzt also gar nichts machen. Nur schlafen. So, also wir haben noch nicht so viel in der Hand. Aber ich denke, Guy hat ein schwarzes Motiv. Die Frage ist, warum ich... Andreas steht auf. Und weckt euren Jungen auf. Peter, was macht ihr alle hier? Wir holen euch. Ihr werdet in der erwähnten Ort. Gehen wir. Wir stellen die Fragen mal. Schön gut, wir ziehen uns an. Komm. Kasten noch auf. Meister Andreas? Was ist denn los? Es ist mitten in der Nacht. Etwas geht in der Allmende vor sich, Peter, und die anderen sind hier, um uns zu holen. Müssen wir uns Sorgen machen, Meister Andreas? Keine Sorge. Bleibst du unversehrt. Okay. Gut, jetzt, da alle hier sind, können wir anfangen. Anfangen wir mit. Wir machen Otto Smörder den Prozess. Ihr habt die Beweise. Seid ihr verrückt? Was ist mit dem Gesetz? Wir sollten auf einen Richter warten und es nicht selbst entscheiden.
Peter, wir haben keine Zeit, Maler. Solange wir den Abt haben, können wir selbst für Gerechtigkeit sorgen. Wenn wir diesen Vorteil verspielen, fordert man dafür Sorgen, dass niemand Ehe und das Tod untersuchen wird. Nun, was habt ihr herausgefunden? Wir warten. Wartet. Ich hatte kaum einen Tag, um alles zu untersuchen. So schnell kann ich zu keinem endgültigen Schluss kommen. Antwortet dem Mann. Gebt uns einen Namen. Beruhigt euch doch alle. Das ist nicht gerecht. Ihr solltet lieber eine verdammte Entscheidung treffen, Marlo, sonst wird der vermaledeite, die vermaledeite Abtei brennt. Und achtens, still. Nebenan liegt eine Frau in den Wehen. Dieses Verhalten ist schändlich. Wenn sie das Kind euretwegen verliert, wird es auf euren Seelen lasten. Agnes hat recht. Ich weiß, dass ihr Gerechtigkeit für meinen Mann fordert, für euren Freund, aber ich möchte nicht, dass alles noch schlimmer wird, als es schon ist. Bitte, Vater, gib Andreas noch ein wenig mehr Zeit. Na gut. Andreas, ihr habt bis zur Geburt Zeit. Danach werden wir unsere Gerechtigkeit fordern. Arbeitet schneller, Maler. Das ist eine richtige Entscheidung. Tristan, Mann des Herzogs. Guten Abend. Ist es in Tassing üblich, mitten in der Nacht die Bevölkerung in der Allmende zu versammeln? Wir tun, was nötig ist, dann, wenn es nötig ist. Wer will das wissen? Mein Name ist Tristan von Fraunburg. Ich bin hier auf Geheiß des Herzogs in Bayern. Der Herzog hat Kenntnis darüber, dass ihr über die 12 Artikel gesprochen habt und diese verbreitet. Er weiß außerdem, dass ihr mit dem Abt aus Kiesau über die Bedingungen der Besteuerung und Landnutzung diskutiert habt. Der Herzog ist gnädig, er will Tassing für diese Dispute nicht bestrafen. Aber seine Gnade kennt Grenzen. Dem Herzog ist zu Ohren gekommen, dass ihr den Abt und die Mönche aus Kiesau in der Abtei eingesperrt habt. Das ist eine Demütigung, eine Rebellion. Dafür kann es weder Verständnis noch Gnade geben. Ihr habt bis zum morgigen Abend, um die Abtei von Kiesau zu verlassen und den Abt und alle Mönche freizulassen. Wenn das nicht erfolgt, werden die Soldaten des Herzogs in die Stadt vorrücken und die Abtei mit Gewalt einnehmen. So sicher, wie die Nacht auf den Tag folgt, so sicher ist, dass sie jeden Mann und jeden Jungen töten werden, der sich ihnen in den Weg stellt. Was? Gott steh uns bei. Wir wollten den Abt niemals bedrohen, mein Herr, hat unsere Forderung nicht erhört. Wir hungern. Die Schritte waren nötig, da die Stadtbewohner ebenfalls unter den erhöhten Abgaben des Abtes leiden. Der Herzog hat die Beschwerden der Stadt zur Kenntnis genommen und hält sie zum Teil für berechtigt. Er meint, dass es beim Mortuarium und bei der Nutzung des Waldes für Holz Zugeständnisse geben könne. Natürlich nur unter der Bedingung, dass der Abt unversehrt freigelassen wird. Und was halten die Bauern? Was ist mit unseren Abgaben? Was ist mit dem Recht, die Wälder zum Weiden und zum Fischen zu nutzen? Der Herzog ist nicht gewillt, weitere Zugeständnisse zu machen. Ihr könnt den Abt freilassen und annehmen, was euch geboten wird, oder euch weiter widersetzen und die Folgen zu spüren bekommen. Das wird euch wenig bringen, bis auf Stahl und Feuer. Morgen bei Sonnenuntergang. Klare Ansage. Klare Ansage. Beim nächsten Tag arbeiten. Ach. So. Also, wir gehen jetzt zu Agnes. Das ist erstmal Redner mit Hanna. Letzte Stunde Soldaten rücken an. Hanna. Hallo Meister Maler, kann ich etwas für euch tun? Nein, nichts, tut mir leid, dich belästigt zu haben. Okay. Ich rede jetzt auch nicht mit Joshua, das hilft jetzt ja auch nicht weiter. Das gesehen. So, also. Wir gehen jetzt erstmal zu Agnes. Oder ist die bei Groß? Nee, hier ist sie. Das ist Groß wieder. So, dann reden wir mal mit Agnes, was Agnes sagt. Wie lange ich jetzt schon im Spiel bin. Ey, jetzt können wir es auch mal machen. Das ist sonst lächerlich. Schau mal. Die Lage wird schon zeitnah eskalieren. So, also Agnes. Ich würde mit Agnes ja gerne über ihre. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Braucht ihr etwas? Ich brauche nur einen Augenblick eurer Zeit, Agnes. Habt ihr diese Blumen irgendwo um Tassing herum gesehen?
Ah ja, das ist Sumpfdotterblumen. Seht ihr, wie der Saft aus dem Stamm quillt, wenn man sie drückt? Das ist doch ein Ansatzpunkt. Jetzt hängt ja die... Ah, jetzt. Die habe ich immer östlich des Schreins der heiligen Satya im Wald gefunden, bei den römischen Ruinen. Ich wusste gar nicht, dass östlich vom Schrein noch etwas ist. Erst recht keinen römischen Ruin. Habt auch nicht gedacht, dass ihr auf dem ersten Besuch schon alles über Tassing erfahren habt. Zwängt eure Bäuchlein durchs Geäst, dann findet ihr den Ort und die Blumen. Wofür verwendet man die? Andreas, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Oh, richtig, wir gehen besser aus dem Weg. Danke, Andreas, ich wünsche euch einen guten Tag. Dann los. Der Schrein der heiligen Satya. Los, 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 los. Jetzt wird's spannend. Aber ich habe jetzt natürlich nichts für den Äder. Ja. Die Gertrude ist auch nicht da gewesen. Will ich mich darum nochmal kümmern? Nee, brauche ich nicht. Ich muss jetzt wissen, was das... Da ist der Köhler. Von dem habe ich gedacht, dass der schreibt. Aber der weiß ja alles. Der hat uns hier vor den Ruinen gewarnt im Wald. Da ist die Satya und da zwängen wir uns jetzt durch. Meister, ich glaube, da ist eine Öffnung hinter den Bäumen, die tiefer in den Wald führt. Vielleicht ist die seltsame Gestalt im Kostüm dorthin gelaufen, als Otto ermordet wurde. Wir sollten nachsehen, wohin das führt. Allerdings könnte es eine Weile dauern. Also los. Wir haben ja... Was ist das für ein Gebäude? Was ist das für ein Ort? Es ist eine Art römische Ruine, wie das Aquädukt auf der Wiese. Seht, Meister Andreas, die Blumen. Da sind sie. Ah, endlich. Vielleicht finden wir doch noch etwas Nützliches. Sehen wir uns um. Noch eine Inschrift. Und noch gut erhalten. Für die Nymphe Tassia. Julia Metella gab bereitwillig und zu Recht 3 Denare. Das ist die Schwester oder die Mutter oder die Tochter von Gaius Metellus. Also Moritz. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein römischer Flug aus. Was ist das? Die Inschrift ist abgerutscht, aber noch lesbar. Sextus Anacassia. Da sie mich weiter beschützte, versprach ich ihr 6 Denare. Diese Tafel soll meinen Schwur symbolisieren. Okay. Was ist das? Das Latein wurde recht schlampig in den Stein gemeißelt. Das ist seltsam. Wir arbeiten und der Präfekt wird bezahlt. Hier bitte möge er gerecht bezahlt werden. Klingt wie etwas, was die Bauern sagen. Genauso. Sogar die Römer litten um Beschränkungen und strengen Steuern. Wir haben es wohl doch nicht allzu weit gebracht. Ist es das, wonach es aussieht, Meister Andreas? Ist es das Kostüm? Ja, das Kostüm, das der Mörder getragen hat, als er an uns vorbeirannte. Es wäre ja auch zu schön gewesen, das im Haus des Mörders zu finden. Nun, vielleicht finden wir darin einen Hinweis. Als Feuer und Baron Rot vom Kommando, so fanden wir... Ich habe euch, Meister Andreas. Kaspar, hol Hilfe. Ich werde euch nicht fallen lassen. Es geht nicht allzu weit runter. Hol einfach jemanden mit einem Seil. Ich kann euch nicht im Stich lassen, Meister. Kaspar, hol Hilfe. Ich kann euch... Na, jetzt wird es aber da fliegen. Großartig. So. Na cool. Ha. Jetzt sind wir ganz nass, aber ich glaube nicht, dass ich mich verletzt habe. War wohl doch kein so tiefer Sturz. Wichtig ist nur, dass du nicht verletzt bist. Sehen wir mal nach, wie wir hier rauskommen.
Natürlich, Meister. Ich wünschte, wir hätten hier unten etwas mehr Licht. Ich kann absolut nichts sehen. Und du? Ja. Ich will mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Weg hier raus. Oh, ist das? Das Wasser ist trüb. Ich kann den Grund nicht sehen. Ich kann hier drin einfach gar nichts sehen. Ist das ein Ausgang? Ist. Also ich kann leider sehen, wie die Figur sich bewegt. Wie sieht das im Stream aus? Halt. Der hat doch eine Fackel. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Mir ist nur wieder eingefallen, wie gut die Pinsellappen brennen. Warum trägst du Feuerstein und Stahl mit dir herum? Naja, man weiß ja nie, wann man mal ein Feuer braucht. Ganz offensichtlich. Was ist das für ein Ort? Eine Zisterne, sie sammelt wohl Wasser aus der Quelle und speist es ins Aquädukt. Das Aquädukt auf der Wiese? Ich denke schon. Dann müssen wir ihr nur folgen. Ihm nur folgen. Vielleicht. Nichts, gut, dann gehen wir mal lang. So. So, da ist nichts. Wollen wir auch nicht probieren. So, also, okay. Ja, das würde erklären, warum Tassing immer so schön überschwemmt wird. Was ist das? Glaubt ihr, wohin das führt? Nein, es führt nach oben, also vielleicht auch nach draußen. Okay, das könnte also ein Ausgang sein. Ich glaube nicht, dass ich mich durch diesen Spalt zwängen kann. Wir müssen etwas finden, um die Steine zu bewegen. Etwas mit Hebelwirkung. Moment. Was? Schon gut, finden wir einen Weg hier raus. Okay, also hier müssen wir wieder zurück. Das können wir uns mal merken. Oh, das ist unten der Ausgang gewesen, der verschüttet ist. Und jetzt gehen wir. Ah, wir gehen jetzt um das Kloster. Jetzt wartet mal. Das ist ein großes Gitter. Vielleicht kommen wir da raus. Das ist zu hoch. Keiner von uns kommt ran. Stell dich auf meine Schultern und sieh nach, ob du es öffnen kannst. Das müsste jetzt unter der Abtei sein. Das sieht aus wie die Küche, oder? Sieht aus wie eine Küche. Die Küche der Abtei? Was ist da? Was ist da noch oben? Ich glaube nicht, aber sie ist groß. Aber natürlich, wir müssen unter dem Kloster sein. Siehst du eine der Nonnen? Nein. Hallo. Luft, nichts, wo können sie sein? Ich bezweifle, dass die Schwestern den ganzen Tag in der Küche herumlungern. Kannst du das Gitter anheben? Über mir ist etwa irgendetwas Schweres. Ich kann es nur ein Stück anheben und mich auch nicht durchquetschen. Vielleicht komme ich an etwas ran. Das ist ein Schürhaken. Das ist die Hebelwirkung. Okay. Ich habe einen Schürhaken.
Perfekt, damit können wir die Steine bewegen und kommen hier raus. Oh, natürlich, Meister. So. Sehr gut. Jetzt gehen wir erstmal. Und gehen nochmal nach... hier hoch. Das war das Frauenkloster. Ton passt. War wichtig. So, gehen wir mal gucken. Jetzt sind wir unter der Krypta. Ist das eine Tür? Ach, großartig. Scheint so, aber eine seltsame. Wohin führt sie? Ich versuche sie aufzudrücken. Ich weiß nicht, aber sie muss viel neuer sein als der Rest des Aquädukts. Das muss ein weiterer geheimer Eingang in die Abtei sein. Ein weiterer? Als ich den Tod des Barons untersucht habe, fand ich einen geheimen Eingang von der Bibliothek der Abtei in die Krypta. Könnte der Abt die Tür benutzen, um zu fliehen? Wohin? Wir finden nicht mal einen Ausgang. Das ist wahr. Der Abt weiß vielleicht nicht einmal von ihrer Existenz. Was ist das für ein Geräusch, Meister? Narchen? Spricht da jemand auf der anderen Seite der Tür? Wenn die Person von meinem Gedrängel nicht aufwacht, ist sie entweder sturzbetrunken oder ohnmächtig. Was sollen wir tun, Meister? Nun, wir haben bereits den Schürhaken aus der Klosterküche. Probieren wir den mal an den Stein. Vielleicht kommen wir so raus. Natürlich. Also, Leute. Es ist... Energie veruntreut Geld. Und wir sind hier im Kloster. Das heißt, hier geht es nicht weiter, genau. Wir sind hier im... unter dem Kloster. Das heißt, er ist von der Zisterne aus von Satyas Schrein an uns vorbeigerannt. Ist durch die Kanalisation über das Aquädukt und es ist der Tür. Das ist der Geist, den wir dann natürlich sehen. Das ist jemand, der sich aus der die ganze Zeit aus der Abtei schleicht über das Aquädukt. Dem, den wir da gesehen haben. Ja. Klar. Sehr cool. Genau, und dann springen wir hier rüber, um zum Wald zu kommen. Klar. So ist es. So, was ist das? Aus der Ausgang? Ja. Da. Versuche die Steine mit dem Schürhaken aus der Küche aus dem Weg zu räumen. Warte, ich höre immer noch etwas. Du solltest tagsüber nicht herkommen. Es ging nicht anders. Die Bauern sind auf Glück aus. Und? Hast du die Soldaten nicht bemerkt, die sich in die Stadt versammelt haben? Wenn der Kampf beginnt, müssen wir im Haus sein. Du weißt, dass das nicht der Grund ist, warum ich hier bin. Dann verschwende nicht meine Zeit und komm zum Punkt. Stell dich nicht dumm. Wir wollten beide, dass Otto verschwindet. Nun ist er es. Ich habe ihn nicht getötet, warst du es? Warum fragst du mich so etwas? Wegen der Nachricht, du dumme Kuh. Wegen der Nachricht, die dich so in Hysterie versetzt hat. Weil du dich wie eine Frau verhältst, die einen Mord begangen hat und Angst hat, erwischt zu werden. Wie kannst du nur? Sei still. Das ist egal. Es ist mir egal, ob du es getan hast oder nicht. Er ist tot. Die dämlichen Bauern können mit ihren Mistgabeln auf dem Boden trommeln, so sehr sie wollen. Es wird nichts passieren. Was ist mit dem Künstler, Andreas? Er könnte zum Problem werden. Hast du irgendwie sein Misstrauen erregt? Ich denke nicht. Gut, dann warte einfach. Für Peter und den Rest seiner wertlosen Bagage läuft irgendwann die Zeit ab. Am Abend werden die Männer des Herzogs die Stadt befreien. Die Bauern haben keine Chance. Der Abt bleibt an der Macht und es werden weiterhin Peter zum Schreien kommen und in deinem Gasthaus übernachten. Das Motiv? Ja gut, es beruhigt mich etwas, danke. Bill, jetzt geh nach Hause und komm nicht nochmal her, wenn du nicht gerade bei bist.
Das bedeutet hier im Übrigen historischen Wurzel. Also, wenn du Trost suchst, rede mit deinem fetten Ehemann. Komm mir nicht mit deiner Hysterie. Ich, natürlich, es tut mir leid. Okay, also die haben ein Verhältnis miteinander und das ist das, was Paul, sein Sohn, beobachtet hat und das ist Hannah. Die Wirtin im Gasthaus. So, das ignorieren wir aber mal. Das heißt, sie hat ein Motiv. Ich bin froh, dass wir endlich da raus sind, Meister. Was für ein seltsames Abenteuer. Denkt ihr, Fräulein Hannah könnte Otto getötet haben? Sie gibt nur vor, sich um die Sicherheit der Stadt zu sorgen. Dabei geht es ihr nur darum, dass der Schrein geöffnet bleibt. Warum sollte sie aber Otto töten wollen? Wenn die Bauern den Abt stürzen, könnten sie den Schrein plündern oder gar zerstören. Ohne die Hand von Sankt Moritz haben die Pilger keinen wirklichen Grund, nach Kirsau zu reisen. Dann würde kaum jemand die goldene Hand aufsuchen. Genau, jetzt wissen wir, dass Hannah ein Motiv hat. Vielleicht würde sie töten, um das Gasthaus ihrer Familie zu beschützen. Wir müssen mit Nico und Kian reden und herausfinden, wie ernst es ihr war. Aber zuerst gehen wir zurück zur goldenen Hand und räumen auf. Die Menschen werden misstrauisch, wenn wir so durch die Stadt laufen. Gute Idee, Meister. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hannah und Lennart. Ich werde jetzt einfach was essen. Wir müssen jetzt echt aufhören. Ich nehme jetzt schon hier zwei Stunden auf und werde es jetzt auch nicht hier durchbringen. Ich denke, die nächste Folge wird es in sich haben. Also vielleicht ganz kurz, was wird passieren? Ich werde mit dem Müller reden. Vielleicht macht er mir wieder das Angebot, zur Jagd zu gehen. Das würde ich annehmen. Wenn ich gefragt werde, wer Otto umgebracht hat, würde ich sagen, Guy. Die Frage ist jetzt nur, wen reite ich noch mit hinein? Hannah, das mache ich nicht. Das ist mir zu nebensächlich. Lennart hat, glaube ich, nichts anbrennen lassen, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum war. Aber das werden wir sehen in nächster Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Also war spannend bisher und ich bin wirklich auch bezüglich der Strippenzieherei gespannt. Also das mit Amalia und Thomas, da scheint was dran zu sein. Sie hat das Buch mitgenommen aus dem brennenden Kloster zusammen mit Thomas. Sie kann also schreiben. Es ist ihr Buch, das bei uns lag. Vielleicht hat es Thomas auch versteckt dort. Das wird spannend. Aber das lösen wir nicht heute. Also, bis zum nächsten Mal.